heißen, wir starten in eine neue Woche. Jetzt gibt es Urlaubsfeeling hier bei uns. Die Ukulele, hören Sie sie? Das verbindet man ja normalerweise so mit Hawaii, ne? Das ist da an jeder Straßenecke zu hören und heute bei uns, bei Hallo Hessen. Denn der größte Ukulelenhändler und Bauern kommt aus Groß-Umstadt hier in Hessen. Rick Sauer, herzlich willkommen. Ich könnte Ihnen stundenlang zuhören, wie schön das klingt. Schön, dass Sie bei uns sind. Nun vermutet man den größten Ukulelenhändler und Bauer nicht unbedingt in Hessen. Wie sind Sie als Hesse denn zur Ukulele gekommen? Ja, eigentlich spiele ich Klavier schon sehr lange, schon immer. Und war damals beruflich sehr viel unterwegs. Und da ist das Klavier nicht das beste Instrument, um es immer mitzunehmen. Ja. Und irgendwann kommt man dann drauf, was ist klein, was ist schön, was ist ein komplettes Instrument, wo kann man viel mitmachen. Ich meine, gut, aber eine Gitarre ist schon mal, geht ja auch irgendwie. Was fasziniert Sie denn an der Ukulele? Das Besondere ist, dass es sehr leicht zu erlernen ist. Man kann also 4 Saiten, 4 Finger, das macht viel mehr Sinn als 6 Saiten wie bei der Gitarre. Mhm. Man kann wirklich innerhalb von wenigen Stunden die ersten Lieder spielen. Mhm. Und das finde ich ganz wichtig, dass diese Anfangsfrustration nicht so hoch ist. Wenn ich jetzt Geige spiele oder irgendwas, dann ist das erstmal so schwierig. Und hier die Leute spielen und nach einer Stunde sagen, oh toll, ich kann ja schon was. Meinen Sie? Ja. Also ich kann ja gar nichts, ne? Also ich kann gar kein Instrument spielen und Gitarre schon mal gar nicht. Wenn Sie, wir haben ja bis 17.50 Uhr Zeit, Sie meinen, dass ich es schaffen könnte, eventuell bis 17.50 Uhr, ein paar Klänge dieser Ukulele zu entlocken. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Aber ich bin da optimistisch. Ja, mal probieren. Das heißt, es ist ja dann auch das ideale Instrument für Kinder. Wenn Sie meinen, man hat da schnell Erfolge. Es sieht ja auch aus wie eine, ich weiß, hören Sie wahrscheinlich nicht gerne, aber wie eine Kindergitarre. Ja, es ist schon für Kinder ein schöner Einstieg. Kleine Finger, kleines Instrument, das passt schon. Aber wenn man Kindergitarre sagt oder Minigitarre sagt, dann als Ukulelenspieler fühlt man sich insofern verletzt, weil man dann sagt, das ist so... eine Gitarre, dazu hat es nicht ganz gereicht. Aber man kann eben was ganz, ja, aber man kann eben das ganz anderes drauf machen. Sie ist eben durch diese andere Stimmung auch, hat sie einen ganz speziellen Sound. Mhm. Und das wird eben auch in der Popmusik immer häufiger genutzt. Und immer mehr Leute erkennen, es ist eben gerade nicht die Kindergitarre, sondern ein eigenständiges Instrument. Welchen Song gibt es so aktuell, wo man Ukulele ganz gut hören kann, wahrnehmen kann? Aktuell, ich bin jetzt auch nicht so der Charts-Freak, sage ich mal, aber von Soul Train, von Train Soul Sister war vor ein paar Jahren und dann dieses Somewhere Over the Rainbow von Kamaka Vivo Ole, das ist natürlich. Dass auch, Sie den aussprechen können, dafür habe ich lange für geübt, ja. Vor allem das Ding ist, er hat was Tolles erfunden, nämlich eine E-Ukulele. Sieht aus wie eine E-Gitarre. Ich darf es ja nicht sagen eigentlich, aber es sieht so aus. Sie ist wunderschön, wie so eine E-Ukulele klingt und warum das entwickelt wurde. Auch darauf werden wir eingehen, aber erstmal haben wir sie mit der Kamera besucht und wollten mal schauen, warum denn nun ausgerechnet der größte Ukulelenhändler und Bauer aus Hessen kommt. Wir waren in seiner Firma. Der Sound von Sonne, Sand, Hawaii. Gesagt, getan. Herrlich. So sieht eine E-Ukulele aus, haben wir gerade schon gesehen. Gibt es die jetzt auch schon auf Hawaii, nachdem Sie sie erfunden haben? Ja, das ist so. Also das hat uns am meisten beeindruckt, dass wir nach dem Tipp auf der Musikmesse, was gerade erwähnt wurde in dem Beitrag, dann nach Hawaii gefahren sind und gesagt haben, hopp oder top, also entweder wird eine Firma draus oder es war ein schöner Urlaub auf Hawaii. Ja. Und wir sind nach Hause gekommen und hatten 12 Händler auf Hawaii gewinnen können. Das muss ich jetzt aber mal verstehen. Was haben Sie vorher beruflich gemacht? Ich bin Fertigungstechniker, Maschinenbauingenieur. Okay, was war dann aber der Auslöser zu sagen, das hänge ich jetzt an den Nagel und ich fange mal jetzt an, mit Ukulelen zu handeln? Ja, das ist natürlich ein Übergang. Ich habe das nebenbei als Hobby gemacht und für mich selbst Instrumente gebaut. Und bin auf die Instrumente so häufig angesprochen worden, dass ich gesagt habe, damit gehst du jetzt einfach mal zur Musikmesse, lässt mal nicht nur 1 oder 2 machen, sondern mal 50 Stück und mal gucken, wie es anläuft. Und es lief eben sehr gut an und ich habe das dann aber auch ein paar Jahre parallel gemacht, bevor ich mich dann dazu entschlossen habe, das nur noch zu machen. War das die Musikmesse hier in Frankfurt? Genau. Ja, die beginnt ja am Mittwoch wieder. Ab Freitag kann auch jeder kommen, der will. Ab Mittwoch ist es erstmal nur für Fachpublikum. Fachpublikum, genau. Da werden Sie dann auch mit Ihrer E-Ukulele sein. So, und ich glaube, sowas haben viele noch nicht gesehen. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, eine E-Ukulele zu entwickeln und zu bauen?
Ja, wenn man erstmal anfängt zu spielen, da hat man natürlich so gewisse Vorstellungen, wie das klingen soll. Und dann kennt man eine Gitarre und eine E-Gitarre und die Unterschiede. Und dann sieht man die Ukulele, aber sieht, es gibt keine E-Ukulele. Also so weit ist die Idee ja nicht entfernt. Bloß, dass damals selbst die Ukulele ja noch nicht so populär war wie heute, haben die Leute gesagt, ja, und jetzt noch E-Ukulele, was soll das denn werden? Ist aber dann gerade eben die Differenzierung, Marketing ist ja immer Differenzierung, man muss was anders machen als andere. Und das ist eben auch in Hawaii gut angekommen. Können Sie uns das mal vorspielen, wie das klingt? Das heißt, die hatten vorher dann noch keine E-Ukulele, bevor Sie da mit Ihrem Ding ankamen? Ja, so ist das. Das ist ja stark. Und jetzt haben die eine Ukulele aus Hessen, aus Großumstand. Ja, in Hawaii. In Hawaii. Stark. Ja, also das Besondere an der E-Ukulele ist, die hat erstmal Stahlseiten und keine Nylonseiten. Aha. Und wenn man jetzt in den oberen Bereichen einen Ton spielt, dann schwingt der sehr, sehr lange bei einer E-Ukulele. Und bei einer akustischen, ich kann das mal im Vergleich zeigen, wenn ich dann in diesem oberen Bereich spiele, dann ist es relativ schnell weg. Mhm. Der klingt nicht so lange. Mhm. Und damit kann man eben Effekte machen, die auf der akustischen nicht möglich sind. Also wenn man jetzt, denk gerade mal an Chuck Berry zum Beispiel, ist ja gerade verstorben, der arme alte Mann. Und jetzt hat er stundenlang soliert. Und das geht auf der akustischen nicht, weil dieser Ton, der ist sofort weg. Ja. Und diese typischen E-Gitarren-Sachen, wie Chuck Berry sie gemacht hat. Das ist ja stark. Das geht eben nur auf der E-Ukulele. Ist ja irre. Haben Sie denn festgestellt, dass sich was verändert hat eigentlich nach der Trump-Wahl? Weil Hawaii gehört ja zu den USA, ne? Ja. Ist da irgendwas spürbar für Sie? Ja, aber ganz anders, als man erwarten würde. Mhm. Denn man denkt ja immer, oh, jetzt wird alles schlimm, jetzt kommt die neue Regierung und jetzt kommen die hohen Einfuhrzölle. Und es passiert aber genau das Gegenteil. Die Einfuhrzölle sind angekündigt, sind aber ja noch nicht da. Mhm. Und wir waren gerade im Januar auf der größten US-Show, die NAMM-Show. Und alle kaufen bei uns, weil sie sagen, wer weiß, wie lange wir zu diesen Zollkonditionen noch kaufen können. Ah, ja. Und der zweite Effekt ist, zum Beispiel alle Mexikaner haben ihre Ukulelen früher in den USA gekauft. Die sagen jetzt wollen die eine Mauer bauen, jetzt kaufen wir lieber in Europa. Also für uns hat es kurzfristig zumindest einen extrem positiven Einfluss. Mhm. Und, aber die meisten kaufen wahrscheinlich noch die klassischen Ukulelen aus Holz, ne? Ja. Ja. Das von den Stückzahlen schon. Das ist natürlich auch, wenn ich jetzt so ein Anfängerinstrument sehe, das liegt so bei 50 Euro. Nur? Ja, also das ist überschaubar. Und ich sag mal, so eine gute Holz-Ukulele, ja, also was muss man dafür auf dem Tisch legen? Das ist jetzt ein handgebautes aus Hawaii, also die liegt bei 1500, so etwas. Gut, und Ihre E-Ukulele? Die liegen so zwischen 500 und 600. 500 und 600. Und wie viel davon werden verkaufen Sie dann im Jahr? Pi mal Daumen? Ja, also alles in allem ungefähr 20.000 Stück. Und von den E-Ukulelen, das ist natürlich schon eine etwas höhere Preisklasse und etwas Besonderes, so ungefähr 600 Stück im Jahr. Wahnsinn. Und wo werden die gebaut? Die E-Ukulelen werden in Europa gebaut. Also wir bauen alles in Europa, was sehr hochwertig ist, was eben unter Umständen auch patent- oder anders geschützt ist. Und die sehr günstigen, weil eben viel Handarbeit an so einem Instrument ist, die werden in Asien gebaut, weil das in Deutschland mittlerweile zu teuer geworden ist. Also ich glaube, viele von uns haben die Ukulele bisher unterschätzt. Wir haben ja gerade schon gehört, was man damit alles machen kann. Und ganz versierte Leute können damit sogar ein ganzes Orchester quasi darstellen. Es gibt ein Ukulelenorchester, und zwar das United Ukulele Orchestra. Die waren in Hessen zu Gast und die machen alles von Mozart über Fleetwood Mac bis Jazz. Und wir waren mal mit der Kamera dabei. Hören Sie mal, wie faszinierend das klingt, wenn viele Menschen, die was davon verstehen, zusammen Ukulele spielen. Die vier Seiten sind ein Vorteil und auch ein Nachteil. So, für mich sind die vier Seiten definitiv ein Vorteil. Ich kann nämlich überhaupt gar nichts spielen, weder Gitarre noch Ukulele. Aber Herr Sauer meint, können wir ganz schnell lernen. Herr Sauer, jetzt hoffe ich, dass Sie Wort halten können. Ja, also erster Schritt, wie halte ich die Ukulele? Wie halte ich die Ukulele? Einfach mal hier oben am Hals anfassen mit der linken Hand und dann so eindrehen, dass sie so parallel zum Boden ist. Man kann sie ein bisschen auf dem Knie aufstützen. Ja? So, vielleicht, ja, genau. Was? So. Und dann nimmt man den, man zählt die Finger durch, 1, 2, 3, 4, also den dritten Finger, das ist der Ringfinger. Ja? Und setzt den auf die erste Seite, auf den 1, 2, dritten Bund. So, und dann, ja, und dann soll das nicht so klingen, sondern ein bisschen drücken. Und jetzt nicht zu kräftig, einfach mal runterschlagen. Gleichmäßig weitermachen. Bruder Jakob. Schläfst du noch? Hörst
du nicht die Glocken, hörst du nicht die Glocken, ding, ding, dong, ding, dong, dong. Nee, das Grinsen, das kriegt keiner wieder weg, weil man innerhalb von einer Minute Ukulele spielen kann. Ja, das heißt ja noch nicht, dass ich Ukulele spielen kann. Das kann ja wirklich jeder. Ja, aber irgendwo muss man mal anfangen. Und gerade wenn man Kinder unterrichtet, die sind von sich selbst so beeindruckt, weil sie gar nicht das zusammenbringen. Jetzt habe ich gesungen, jetzt habe ich Instrument gespielt und es klingt zusammen, das war harmonisch. Natürlich ist das kein virtuoses Lied, aber irgendwo muss man den Einstieg finden. Und wenn sie das erste Mal eine Geige in der Hand haben, dann klingt das nicht so. Dann ne? klingt da das gar nicht so. Das ist eine ganz andere Nummer. Wir können ja dann in der nächsten Stunde vielleicht schon einen zweiten Finger benutzen. Genau so machen wir das. Machen wir das? Ja. Da freue ich mich drauf. Bin gespannt, was wir dann singen werden. Es macht sehr viel Spaß mit Ihnen, Herr Sauer. Okay. Ich lasse Sie jetzt mit Ihren Ukulelen alleine, denn ich werde jetzt kochen. Ja. Ja? Sie viel dürfen Spaß. Nachher aber auch das essen, was ich koche, und zwar zusammen mit Siege Reitz. Und ich bin so glücklich. Es gibt nämlich heute mein Lieblingsessen. Es gibt Bratkartoffeln mit Spiegelei. Jetzt denken Sie so, kann ja jeder. Ja, kann vielleicht jeder, aber dass Sie gleich jubeln können, wenn Sie diese Tasse gewinnen. So, unsere Spiegeleier sind fertig, die Bratkartoffeln dazu auch, der Feldsalat liegt dabei, die Äpfel, die servieren wir extra. Sollen wir die irgendwo rauf? Die mache ich jetzt sofort da. Wir haben nämlich Rick Sauer, unser Ukulelenhändler und Bauer, hat schon Platz genommen und Frau Bug, unsere Pfannenexpertin. Ich darf das einfach mal so rüberreichen, ja, oder? Ich mache gerade die Äpfel noch dazu. So ein bisschen dahin. Sie haben keine Apfelallergie? Vielen Dank. Nein. Nein? Sie auch nicht, Herr Sauer? Sehr schön. Dann nehme ich auch welche. Haben Sie so schon mal Bratkartoffeln mit Spiegelei gegessen? Mit Äpfeln noch nicht. Mit Äpfeln noch nicht. Sehr schön. Dann nehme ich das auch mal mit. Dankeschön. Und Herr Reitz, Sie nehmen sich selber, ne? So, ich gehe mal rüber. Was freue ich mich? Es ist ja ein Frevel. Wissen Sie was, Herr Reitz? Normalerweise mache ich immer Ketchup auf Bratkartoffeln und Spiegelei. Aha. Das geht für Sie gar nicht, oder? Nein, das muss nicht. Okay, ich verzichte heute ausnahmsweise mal drauf. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Danke gleich. Lassen Sie es sich schmecken. Unser Eigelb läuft hier so richtig schön aus. Das ist ja ein Traum. Danke fürs Kochen. Das Rezept finden Sie übrigens online unter hallohessen.com. Stimmung geht's gleich weiter. Wir entführen Sie nach Hawaii. Die Klänge der Ukulele, die entführen Sie nach Hawaii. Die haben wir jetzt hier bei uns im Hallo Hessen Studio. Denn der größte Ukulelenhändler und Bauer kommt aus Hessen, aus Großumstadt. Es ist Rick Sauer, der diese wunderschöne Ukulele spielt. Herzlich willkommen nochmal. Oh, das klingt so schön. Und wir haben vorhin gelernt, es ist keine Kindergitarre. Nein, auch wenn sie so aussieht. Und Sie mögen das gar nicht, wenn man das sagt. Überhaupt nicht. Aber wie nennen Sie Ihre Ukulele? Ukulele. Ukulele. Ja, also viele sagen auch einfach Uke dazu, Uke. Unter den Ukulelenspielern. Aber Ukulele ist schön, es heißt springender Floh, süß. Hawaiianisch. Ja. Und man ist sich nicht ganz einig, wo es herkommt. Entweder, weil die Finger sich so schnell auf dem Griffbrett bewegen, das wie Flöhe aussehen könnte. Oder ob es von einem frühen Ukulelenspieler kam, der immer beim Spielen so viel rumgehüpft ist. Mhm. Aber es heißt jedenfalls springender Floh. Wenn man Gitarre spielen kann, kann man dann automatisch auch Ukulele spielen? Ja, sofort? Also man denkt sich bei der Gitarre einfach die oberen Saiten weg. Ja, wie viele Saiten hat eine Gitarre? Sechs. Und hier sind es vier. Ja. Und für die Gitarristen, das ist dann ein D-Griff und hier ist es dann ein G-Griff. Aber es ist in sich alles gleich von den Griffbildern, nur etwas verschoben, weil sie etwas höher gestimmt ist. Und ansonsten, das kann Gitarrenspieler innerhalb von Stunden die Basis lernen. Der kann von jetzt auf gleich umstellen. Wohingegen, wenn jemand erstmal anfängt, Ukulele zu lernen, ist es wahrscheinlich schwieriger dann auf Gitarre. Ja, weil dann natürlich zwei Seiten dazukommen. Also weglassen ist natürlich etwas leichter, als etwas dazu zu Was ist noch der Unterschied, abgesehen von weniger Seiten zur Gitarre bei der Ukulele? Ja, also was ganz entscheidend ist, ist bei der Gitarre gehen die Seiten in diese Richtung immer weiter nach unten. Und hier geht sie wieder nach oben, die vierte Seite. Huch. Ja. Und dadurch sind, das nennt man Close Voicing, also ein enger Stimmensatz, ähnlich wie das beim Chorgesang ist oder beim Bläsersatz. Das gibt es sonst bei Saiteninstrumenten nicht. Und es gibt diesen typischen, etwas bissigen Ukulelenklang. Mhm. Sie kommen aus Großumstadt und Sie sind Europas größter Ukulelenhändler und bauen auch selber. Also das heißt, Sie bauen nicht mehr, aber Sie entwickeln erstmal so Prototypen, die dann gebaut werden. Ja. Sie verkaufen so um die 20.000 Stück weltweit, ne? Ja. Und alle kommen aus Hessen. Was war so für Sie der Zünder zu sagen, ich hänge meinen alten Job an den Nagel und ich widme mich jetzt nur noch den Ukulelen? Hätte ja auch in die Hose gehen können, weil so viele Ukulelen, denkt man ja, sind jetzt hier nicht so im Umlauf. Die Leute lernen ja alle Gitarre oder Klavier.
Ja, das ist schon sehr trendy und wir glauben natürlich auch, dass wir diesen Trend mit ausgelöst haben, weil wir sehr viel für die Ukulele getan haben. Wir haben das erste deutsche Ukulelenfestival überhaupt organisiert, das erste europäische. Mittlerweile unterstützen wir 10 Ukulelenfestivals jedes Jahr in Europa, sind da auch viel unterwegs und machen eben auch viel Promotion für das Instrument. Mhm. Und versuchen in Schulen immer mehr die Ukulele reinzubringen, weil viele Kinder mögen die Blockflöte nicht so sehr. Ja, und ich sag immer, spiel mal Blockflöte und sing dazu und dann am besten noch einen Akkord. Das geht alles nicht. Man kann auch nicht lernen, ein Instrument vernünftig zu stimmen. All das bringt die Ukulele. Und die Gitarre ist noch immer des Deutschen liebstes Instrument. Eben, ja. Und das ist die beste Vorbereitung. Ja. Wir haben uns natürlich gefragt, warum ist Isermann so begeistert und fasziniert von der Ukulele und haben ihn zu Hause in Groß-Umstadt besucht. Aloha. Man kriegt sofort gute Laune, wenn man das hört und vor allem auch, wenn man es selber spielt. Ich habe vorhin schon mal eine Seite und dann haben wir Bruder Jakob haben wir hier zusammen auf der Ukulele gezaubert. Geht noch mehr? Kriegen wir noch mehr hin? Wir versuchen es noch. Wir versuchen es mal. Ich meine, gut, zu Ihren Kunden zählen auch Leute wie Stefan Raab und Götz Alsmann. Da sind Sie natürlich anderes gewohnt. Sie haben Götz Alsmann mal eine ganz besondere Ukulele verkauft. Was hat es damit auf sich? Ja, das war so, dass wir mal etwas Besonderes machen wollten. Und hatte sich eine Firma an uns gewandt, die sich mit Veredelung beschäftigt über Swarovski-Kristalle. Mhm. Die machen alles Mögliche, die bekleben auch Autos damit und ich weiß nicht was. Und da war ein begeisterter Ukulelenspieler, der gesagt hat, hast du nicht mal jemanden, wo man vielleicht mal diese Swarovski Steine auch mal auf ein Instrument kleben kann? Und dann haben wir direkt an den Götz Alsmann gedacht, der das dann auch in der Fernsehsendung schon gespielt hat. Ich hätte ihm jetzt ehrlicherweise gar nicht so ein Glitzerteil zugetraut. Ich hatte gedacht, wenn, dann macht das ein Mädchen, aber kein Kerl wie Götz Alsmann. Ja, aber es sah sehr peppig aus mit diesem, die kommen natürlich in dem Fernsehscheinwerferlicht sehr gut, diese Kristalle, wenn die dann anfangen zu glitzern, das ist schon schön. Und kommen dann Leute wie Götz Alsmann oder Stefan Raab auch zu Ihnen nach Groß-Umstadt, um ein paar Ukulelen erstmal auszuprobieren und zu gucken, womit kommen sie gut zurecht? Oder klingt da jede Ukulele gleich und dann wird einfach gesagt, ich brauche eine neue Ukulele und dann nein, wird die zugeschickt? Nein, die Hölzer haben einen sehr, sehr, sehr großen Einfluss auf den Klang, aber auch wie die gebaut sind, wie dick die Decke ist, wie die beleistet sind von innen. Das ist also schon eine Wissenschaft für sich und jedes Instrument klingt ganz anders. Bei Götz Alsmann war das so, als ich die erste E-Ukulele entwickelt habe, habe ich sein Management angeschrieben und er hat mir dann persönlich direkt zurückgeschrieben, hat gesagt, ich bin in Mainz beim Fernsehen, kannst du nicht vorbeikommen und mal ein paar mitbringen, ich möchte es mal testen. Ach super. Und ja, seitdem sehen wir uns regelmäßig und er lädt mich zu seinen Konzerten in der Nähe ein und dann bringe ich mal wieder was Neues mit, das ist sehr, sehr nett. Sie haben gerade die E-Ukulele angesprochen. Können Sie uns noch mal zeigen, wie die klingt? Weil ich kenne Götz Alsmann bisher auch nur mit einer klassischen Holz-Ukulele. Das heißt, er spielt auch eine E-Ukulele. Ja, der hat es sogar auf einer seiner CDs verewigt. Weil man eben, er hat auch eine besondere Stimmung. Also er spielt die E-Ukulele in einer Mandolinen- oder Mandola-Stimmung. Das ist noch etwas anders. Hat einen ganz besonderen Sound, der dann für ihn auch wieder einzigartig ist. Aber der Unterschied, den ich schon erwähnt habe, ist eben, dass bei den Nylon-Saiten die Töne relativ schnell im Volumen absacken, während die auf dem, die elektrischen, die stehen halt viel länger, der Ton. Woran liegt das? Die Saiten sind, haben deutlich mehr Spannung, sind eben Stahlsaiten, das sind Nylonsaiten, haben eine deutlich höhere Dichte und eben auch diese Tonabnehmertechnik bewirkt das. Und das, was man so aus der Rockmusik oder Bluesmusik kennt, dieses Ziehen, das geht eben nur auf der E-Ukulele. Das können Sie eine kurze Melodie mal anspielen? Ich hätte niemals gedacht, dass man so einen Sound aus einer Ukulele rauskriegt. Götz Alsmann, wie gesagt, spielt auch E-Ukulele. Hat mich jetzt überrascht, hätte ich gar nicht gedacht. Wie gesagt, ich kenne ihn nur mit der Holz-Ukulele. Damit ist er ja auch oft im Fernsehen. Neulich war er beim WDR Kölner Treff. Und auch da hat er auf der Ukulele gespielt. Wir hören uns das mal an, wie das klingt, wenn Götz Alsmann auf der Ukulele spielt. Das ist ein Lied, das aus dem Repertoireumfeld von Duke Ellington stammt. Und es heißt Broadway. Broadway, Broadway, das ist die Straße, die geht. Da mag die Nacht ist dort so hell wie der Tag. Ja, so ist der Broadway. Damen und Bos, elegant und freudig, erregt, gehen sie auf dem glitzernden Weg. Ja, so ist der Broadway.
Wenn ich mal nicht dort bin, gehe ich traurig durch die Gassen. Nirgendwo, irgendwo gibt es Straßen, die sich mit dem Broadway messen lassen. Broadway, Broadway, halte ich für Lebensfreude bereit. Nimm für Lebensfreude dir Zeit, tu es auf dem Broadway. Wenn ich mal nicht dort bin, dann gehe ich traurig durch die Gassen. Nirgendwo, irgendwo gibt es Straßen, die sich mit dem Broadway messen lassen. Broadway, Broadway, nimm für Lebensfreude dir Zeit und halt dich für die Straße bereit. Denn das ist der Broadway, genauso ist der Broadway. Und ich weiß es, ich war da, genauso ist der Broadway, Broadway. Mal mit einer Ukulele aus Hessen, aus Groß-Umstadt von Rick Sauer. Nun ist ja Götz Alsmann ein sehr versierter Musiker, der schon sehr lange Musik macht. Sie haben vorhin gesagt, das ist ein gutes Einsteigerinstrument für Kinder, weil sie es relativ schnell lernen und relativ schnell auch Erfolg haben. Ich bin 44, bald 45. Wäre es für mich schon zu spät oder sehen Sie bei mir auch noch Hoffnung, dass ich in meinem Alter auch noch Ukulele lernen könnte? Also, das darf jetzt nicht falsch aufgenommen werden. Das ist sogar ein Demenztraining, Ukulele zu spielen. Na dann! Nein, also ist ganz wirklich, ganz oft wird das gemacht, weil bei der Musik die linke und die rechte Gehirnhälfte zusammenarbeiten. Mhm. Und es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, nach denen Musiker sehr viel weniger demenzanfällig sind. Und es sollte also nie zu spät sein, das ist ja anzufangen. Cool. Ja? Wir haben ja vorhin mit diesem kleinen Teil, da habe ich mir gemerkt, der dritte Finger geht auf die unterste Seite der dritten. So, und dann Jakob haben wir vorhin gemacht. Genau, wollen wir noch was Neues machen? Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Nehmen wir noch einen zweiten Finger dazu. Versuchen wir mal also einmal dann nach vorne und dann so. Einmal hier bitte schauen. Was? Achso, auf der gleichen Höhe. Auf der gleichen Höhe. Den Zeigefinger mal hier unten drauf. Ein tiefer. Und den einen da oben. Nee, es geht besser, wenn man den nach oben und den nach unten nimmt. Das ist so schwierig. Ich werde das, glaube ich, wahrscheinlich nicht lernen. Ist das richtig so jetzt? Ja, der Finger muss hier drauf und der weg. Na. So, jetzt. Ja, also, ich stelle mich echt ein bisschen blöd an. So, jetzt hier. Ich mache das so. Ja, genau. Also mit dem Mittelfinger, nicht mit dem Ringfinger. Genau. Ah, deswegen. Und jetzt? Jetzt spielen wir einfach runter. Und jetzt versuchen wir das ganz einfach einen nach oben zu machen. Genau. Jetzt haben wir schon zwei Griffe. Und das wird immer achtmal im Wechsel gespielt. Also wir fangen unten an. Jambalai ruft der Senior und dann küsst er. Jetzt geht's nach oben. Küsst er. Und die küsst Jambalai, die vergisst er. denn sein Herz, das will wandern. Und darum ist er schon bald bei einer anderen. Jetzt können wir schon drei Akkorde. Und das macht Spaß, das macht Spaß. Das sei noch erwähnt, ein Akkord, ein Lied, zwei Akkorde, viele Lieder, drei Akkorde und man hat die Hälfte der westlichen Musikgeschichte inne. Also ich sag mal, und zwar unsere drei Akkorde, die wir jetzt schon gelernt haben, da kann ich Blues, Rock, Volksmusik, alles mitmachen. One for the money, two for the show, three to get it ready now, go cat, go, well don't you stop on my blues red shoes. You can do anything but lay off on my blues red shoes. Alles geht, mit drei Akkorden dann schon. Mit drei Akkorden und wir können das auch alles ausprobieren. Sie sind nämlich ab Mittwoch bei der Musikmesse in Frankfurt. Genau. Hier um die Ecke findet das statt. Das Fachpublikum darf ab Mittwoch schon rein und ab Freitag dann jeder, der will. Und da haben Sie ja auch einen Stand. Genau. Das heißt, Sie spielen dann auch mit den Besuchern oder spielen Sie dann auch mit Musikern? Haben Sie Musiker auch in Ihrem Stand? Ja, wir haben manchmal feste Musiker, die da sind, aber immer die Möglichkeit anzuspielen. Es gibt immer so kleine Sessions dann mal am Stand und wir spielen dann auch mit den Leuten oder führen mal was vor oder das ist eine sehr angenehme Messe. Macht Spaß. Was ist so da Ihr Messe-Highlight? Wir stellen die elektrischen vor. Wir haben da unsere elektrische Serie deutlich erweitert. Mhm. Wir haben einige neue Modelle. Früher war es uns nicht möglich, das zu erweitern, weil wir einfach an der Grenze der Produktionskapazität waren. Wir haben jetzt das Ganze etwas erweitert, kommen jetzt mit neuen Modellen und die sind das allererste Mal die Prototypen vorgestellt worden in den USA auf der NAMM Show im Januar und sind dort direkt eingeschlagen wie eine Bombe und deshalb sind wir zuversichtlich auch für die Musikmesse. Da sehen wir gerade so
eine, die Sie dann auch vorstellen werden. Genau. Ich wünsche Ihnen eine tolle Zeit auf der Musikmesse hier in Frankfurt. Vielen Dank. Und wer weiß, wenn Sie das nächste Mal zu Hallo Hessen kommen, vielleicht kann ich dann schon ein bisschen mehr auf der Ukulele. Sie haben mir irgendwie gerade so ein bisschen Lust drauf gemacht. Das ist schön, das freut mich sehr. Also von daher, und Sie haben ja gehört, ne, gerade für alte Menschen ist das ein besonders gutes Instrument. Dankeschön, dass Sie bei uns sind. Wir essen gleich am Ende der Sendung noch, denn Sigi Reitz wird gleich wieder für uns kochen. Aber vorher habe ich noch einen Fernsehtipp für Sie. Heute Abend kommen die Kollegen. Warte mal, ich habe hier noch eine. Ich nehme derweil noch eine Frage mit. Wir haben hier noch Zuschauermails bekommen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie morgen dabei sind ab 16 Uhr. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss. Schön, dass Sie dabei waren.